Und ich habe Wasserfilteranlagen für 3.600 Euro gesehen, die haben mehr Schaden wie Nutzen. Du brauchst einen guten Filter, du musst schauen, dass du den Schutz vor Viren, keine Bakterien hinkriegst. Dann musst du die Schadstoffinformation löschen im Sinne der Homöopathie und danach musst du das wiederbeleben, dass du diese hexagonalen Strukturen hast. Das so funktioniert. Wenn es darum geht, die ideale Möglichkeit der Filterung von Wasser vorzunehmen, sind viele Faktoren zu berücksichtigen und müssen viele Entscheidungen getroffen werden. Darum geht es im folgenden Gespräch. Eine spannende Frage und ein spannendes Thema. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Erich, du hast dich mit dem Thema Wasser und Wasserfilterung intensiv befasst. Was ist da, an sich klingt das ja nicht so furchtbar aufregend, aber was ist da der entscheidende Faktor, den man berücksichtigen muss und den man vor allen Dingen auch nicht vergessen sollte? Ja, meine Wasserfilterung ist dann aufregend, wenn man diese Berichte sieht. Durchaus in den Öffentlich-Rechtlichen, also zum Beispiel in Niedersachsen, wie heißt das, vergiftetes Erbe oder sowas, also über Altlasten im Boden und ja, diese alten Mülldeponien im Oberbayerischen und wenn man selber weiß, was da alles drin liegt und so, dann interessiert man sich für einen Wasserfilter. Und dann kann ich sagen, wie bei Tom Hanks gehst du in den Dschungel rein. Hallo! Und so. Jeder schreit dir entgegen wie Bäume. Also das Entscheidende ist, wie dann prüfe, wer sich länger bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Oder was. In dem Moment, wo du einen Wasserfilter kaufst, jetzt nenne ich mal Britta, das kennt jeder, so fängt eigentlich immer an und endet dann bei 5.000 Euro Wasserfilteranlagen mit allem möglichen Zeug. Und das Entscheidende ist einfach, so wie bei den Damen, es ist zwar ein blödes Klischee, Klamotten, jeder Mann, also es gibt viele Männer, die sind nicht so begeistert, wenn es um neue Klamotten und neue Schuhe geht. Und manche Frauen sind nicht so begeistert, wenn es um neue Autos geht. Aber man informiert sich, man geht durch und dann gibt es halt Pro und Contra. Und jeder hat seine Argumente. Und das Schlimmste, was die Leute machen, in meinen Augen, sind die sogenannten Schnellschüsse. Du wirst zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und da gibt es tollen Vortrag, schöne PowerPoint, da gibt es Riesenversprechungen. Dann gibt es kostenlose, dass du mal eine Woche mit Wasser versorgt wirst oder 14 Tage oder du das bei irgendjemandem abholen kannst. Und das ist definitiv ein Unterschied. Und dann wirst du halt, wird halt alle möglichen, da wirst du aufgeklärt, aber halt einseitig informiert. Weil wenn ich jetzt zum Fiat-Autoverkäufer gehe und kenne nur Fiat, dann wird Fiat wirklich das beste Auto sein auf diesem Planeten. Ja, aber ich habe keine Alternativinformationen. Oder gehst du zum Dacia, ohne das jetzt zu werten, aber jeder wird da sagen, oh mein Spezi, also Mercedes oder Dacia hat auch gute Argumente und Fiat auch, aber beim Wasser ist halt einfach, der Spaß hat da ein Loch, weil das Wasser, gutes Trinkwasser, das Wichtigste ist. Aber darum ist das Schlimmste, was man machen kann, Schnellschüsse, eine Beratung und sich nicht erkundigen im Netz. Natürlich ist es ein Dschungel, ein großer Dschungel, aber das kann man rausfinden, so wie überall, wenn du dich informierst über einen guten Wein, dann schaust du halt auch verschiedene Anbaumöglichkeiten. Je besser du informiert bist, umso bessere Entscheidungen kannst du treffen. Und die Frage oder der Hinweis von dir, Schnellschüsse zu vermeiden, ist damit natürlich ein Schlüsselfaktor, weil ich damit im Grunde genommen dann auch vermeide, mich auf irgendwelche schnellen, günstigen Angebote also hereinzufallen und auf die Art und Weise nicht nochmal ein zweites Mal und gründlich hinzugucken. Also ich durfte erleben, also erst musste ich erleben. Dann heute sage ich, es war eine Gnade, dass ich schon Unternehmen kenne, die zum Beispiel alle 3 Jahre die GmbH liquidieren, neu machen. Es sind nicht nur heilige Samariter, weil es ist ein sehr großes Geschäft. Also ein Beispiel, wir kennen es ja, das ist jetzt nichts
Neu ist aber auch bei den Wasserfiltern geht's. Du machst in Taiwan, China, lässt du dir Wasserfilter labeln und die kaufst du dann ein, baust ein bisschen was drum, machst ein bisschen Hokuspokus draus und schon hast du den Einkaufspreis verzehnfacht. Ja. Das ist so. Ja. Und da habe ich halt wirklich bitterste Erfahrungen gemacht. Und insofern. Also du hast den Einkaufspreis verzehnfacht, ohne dass sich an der Qualität substanziell irgendwas geändert hat. Gar nichts, sie werden weiter verschickt. Die werden schon fertig gelabelt, geliefert. Ja. Und das habe ich alles erlebt in 17 Jahren. Mhm. Und ich bin nicht der beliebteste in der Szene, weil ich halt diese Sachen sage. Mhm. Also ich war auch bei Multilevel-Unternehmen und habe da auch Vorträge gehalten, was die anderen für schwache Qualität haben, dabei waren mir die Oberganoven irgendwie in dem Punkt. Also da habe ich einige Firmen durchlaufen und da war halt ein unheimlich hoher Motivationsfaktor da. Meine Rechnung war eigentlich einfach. Ich habe mir gedacht, damals vor 17, 18 Jahren, habe ich mir gedacht, naja, jedes Jahr, wie viel Filter verkaufst, 500 Stück mit Multilevel-System, 500 Stück. Und dann wusste ich, okay, dann habe ich jedes Jahr die Filter wechselt. Ja. Weil wenn du das Wasser einmal trinkst, dann bleibst du dabei, in dem Fall Osmoseanlagen mit ein bisschen Hokuspokus, sage ich einfach. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist meine Altersversorgung. Und war natürlich voll motiviert, bis ich eben drauf kam, dass einfach diese Labels da waren und dass ich halt dann den Preis so hoch hatte und dass es andere nicht mehr leisten konnte, etc. etc. Also es gibt nicht nur Heilige, und da gibt es halt ein paar, wie überall, in jedem Markt, ich sage mal beim Rotwein, wird es genauso sein, dass du ein paar schön labeln und dann schaust, dass du in Bayern sagt man den letzten Sauerrampfer, also das letzte Kraut reintust. Ja. Und so. Das gibt es in jeder Branche, aber im Wasser ist natürlich deshalb dramatisch, weil unsere Stiftung Warentest testet das Wasser. Das ist wirklich nicht einmal der Rede wert. Mhm. Die testen gar nichts. Dann gibt es die Mineralwässer, die natürlich überhaupt nicht so geprüft werden. Und dann gibt es Wasserfilter, die einfach wesentlich mehr Schaden anrichten als Nutzen. Auch das muss man dann sehen. Ja. Und wie wir jetzt da allein durchkommen, aber er kommt durch, indem er einfach Fragen stellt und ein bisschen den normalen Menschenverstand auch benutzt. Vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und einseitige Informationen dann auch hinterfragt. Ja, richtig. Das ist ja auch wichtig. Einseitige Informationen, genau. Die sagt, die Leute wollen ja immer nur wissen, what's in it for me? Mhm. Meine Gesundheit, was bringt mir das? Und why you? Und wenn du jetzt aber sagst, ich habe 30 Jahre Garantie, ich habe einen TÜV, ich habe irgendwelche anderen Labels, ich habe die und die Auszeichnung, dann ist man da schon beeindruckt. Mhm. Und dann ist aber wieder das Thema, erkundigen, wer ist der Garant? Mhm. Wie lange gibt es denn schon? Wo sitzt er denn? Ist es eine 1-Euro-Limited auf Zypern? Und was ist diese Garantie beinhaltet? Mhm. Beinhaltet es etwas, was du eigentlich überhaupt nicht brauchst? Irgendwelche Kästen und Teile? Ja. Und das musst du dir anschauen. Ich mache das immer ganz, ganz hundsgemein. Nämlich, dass ich zu meinen Leuten sage, ja, jetzt gehen wir da hin und frag mal. Sagst du, ich habe 4 Leute, die wollen unbedingt diese super, mega, ultimative Superanlage haben. Aber einer davon ist eine Spaßbremse, nämlich Rechtsanwalt. Und der will alles, was du mir gesagt hast, der will es in Schriftform haben, und zwar rechtsverbindlich. Mhm. Wer haftet? Wie ist die Garantie? Wie ist sie im Detail ausgestaltet? Ja, und dann wird es dünn, das heißt. Also die Schriftform ist extrem hilfreich und nützlich. Zwingend nötig. Und ausformuliert. Nötig. Rechtssicher. Ja, richtig. Und da wirst du natürlich in den meisten Fällen ist auf dann Kredit so beißen. Auf Kredit. Oder es gibt da aber auch Zertifikate und so. Habe ich selber auch miterlebt in den früheren Zeiten noch. Die kannst du echt kaufen. Mhm. Das ist super. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Mhm. Tolle Formulierung. Und dann schaue ich, wo ist er denn? Wo sitzt er denn? Mhm. Und darum ist nachprüfen, wer ist wirklich dahinter, wie heißt er und wo ist der Sitz. Und ich habe es nicht gescheut, zum Beispiel auf Malta schon mal Leute hinzuschicken und sagen, schau mal, wie ist denn das Bürohaus, wo sitzt er denn? Und dann war es einfach eine Briefkastenadresse. Also die Adresse nachzuchecken ist etwas, was in jedem Fall sinnvoll ist und wo man im Zweifelsfall, so wie du es gerade geschildert hast, dann auch bittere Überraschungen erleben kann. Ja, nicht nur im Zweifel, sehr oft. Oder wir stellen alles selber her. Sage ich, dann fahr hin, aber lass dir die Maschinen zeigen, nicht wie sie stehen.
sondern wie sie laufen, wie sie produzieren. Mhm. Und keinen Werbefilm, gehe hin am Dienstagnachmittag, am Montagvormittag, irgendwann, weil ich habe es in anderen Ländern auch schon erlebt, es ist nicht nur in Deutschland, fliege ich extra nach Taiwan rüber und habe mir gedacht, super, und dann hieß es plötzlich, ja, heute ist eine Betriebsversammlung, heute kannst du nicht reinschauen. Mhm. Ich habe es trotzdem geglaubt, aber ich habe halt bitter bezahlt dafür. Und die Betriebsversammlung, das war einfach ein Vorwand? Ja, ja, klar, die haben es woanders bauen lassen und ich bin rübergeflogen, weil da war halt der Zwischenhändler dazwischen. Und dann bin ich halt draufgekommen und gesagt, Leute, wer ist es denn jetzt? Und dann kam es halt drauf, dass das eigentlich nur ein Schreibtischtäter ist. Ja. Und der hat halt dann schön, in Bayern sagt man wieder, mitgeschnitten, der hat halt einen Profit gekriegt und ich habe es ihm ja gern gegeben. Aber meistens ist ja dann so, sagt man, ah, das ist ein Zwischenhändler, ausschalten, das finde ich nicht fair, der soll ja auch sein Geld haben, aber es ist halt Mist, wenn du dann einfach da nicht die Wahrheit erfährst. Ja. Also im Grunde bist du dann natürlich jemand, der in einer solchen Situation dann auch quasi auf irgendwas reinfällt oder Gefahr läuft, auf was reinzufallen. Definitiv, ja, 100%. Ja. Ich sage, wo kommen sie her, wo ist der Hersteller, wie schaut das aus? Es ist ja die Zeit, heute unsere Zeitqualität, ist Offenheit, ist Kooperation. Und wenn du das nicht bist, holt dich Schicksal ein. Das ist klar, aber im Moment diese Unternehmen, die ich da so durchlaufen habe, also wie gesagt, ein großer Teil war 90% Motivation, gesundes Leben, viel Geld. Und da habe ich halt einige Kameraden kennengelernt. Darum habe ich 2011 aufgehört mit diesen Strukturvertrieben, habe es mir da aufgebaut, Stück für Stück. Und wir sind heute ein Unternehmen mit 25 Leuten, aber kein Außendienst. Ja. Und die Leute rufen 5-mal an, 10-mal, die werden beraten. Mhm. Und dadurch, dass wir die ganzen Experten im Haus haben, also ich kann technisch, bin ich echt schwach, aber wenn ich da runtergehe mit der Frage, dann lacht er mich erstmal aus und sagt, ja, ist doch easy. Aber wenn ich ihn über die Zellbiologie frage, dann lache ich ihn aus. Aber miteinander sind wir stark. Genau. Und da kann man dann auch auf die Art und Weise irgendwie unnötigen Firlefanz vermeiden. Ja, nein. Wir haben angefangen mit Energetisierung, da war es dreifach, dann habe ich mal fünffach gelesen, da war ich dann schon draus, siebenfach, zehnfach, dreizehnfach. Und die Frage ist, hexagonales Wasser, das ist das Beste. Kann ich, wenn ich Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Schubert, Schostakowitsch, Chopin, alle in one packe, gibt es ein schönes Konzert, du hast schöne Hörer, oder gibt es, wo du sagst, das eine hebt ja das andere aus. Und da werden Sachen aufgestellt, also so Checklisten, also einer schreibt da im Internet, hast du das und hast du das und hast du das. Also es ist ungefähr so sagen, du wohnst jetzt in einem Haus, hast du auch einen Panzer vor der Tür stehen, dann bist du sicher. Und wenn du den Panzer nicht hast, dann kriegst du, wenn jemand hast, der auch so was Gutes hat, dann bist du der Held. Also solche Dinge gibt es halt da. Ja. Und du musst natürlich, man muss Verständnis haben. Die Leute haben Außendienstler und diese Leute müssen eine Familie ernähren. Richtig. Die brauchen einfach Geld und dadurch muss ich natürlich, und nicht jeder Schuss ist ein Treffer, also ich muss die Leute bezahlen. Und dann musst du einfach schauen, dass du diese Vertriebsvergütungen, weil das ist ja nicht der Michael Vogt, der hier hinausgeht, sondern der Michael Vogt mit dem Willi Huber und dem Sepp Maier und den Horst Töpperwein oder wie er heißt, 4-5 Stufen übereinander und das kostet natürlich, also ich rede da in einem Bereich, der weit über 50% geht, der in Vertrieb geht und das muss natürlich bezahlt werden und deshalb müssen Dinge geschaffen werden, die super klingen, die zwar überhaupt keine Bedeutung haben, aber wir und auch gar nichts bringen, wirklich? Null, im Gegenteil. Null, na, gar nichts. Ja. Die einfach auch sinnlos sind, aber sie klingen super, klingen toll. Mhm. Und dann hast du halt schöne Designs. Wirklich, wenn du das dann im Detail anschaust, es ist so wie mit der Braut. Geschminktes, aufgemaschelt, wird der Gerhard Polt sagen. Und dann geht es zum Duschen, dann schaut es wieder anders aus. Ja. Oder diese Städte, wo sagt du, das bringt eigentlich, das ist eigentlich nur Show. Aber alltagstauglich ist es nicht. Ja, da ist dann Optik der Alltagstauglichkeit vorangestellt worden. Absolut, bei klar. Da werden halt so viele Dinge gemacht, die einfach
völlig unnötig sind. Mhm. Du brauchst einen guten Filter, du musst schauen, dass du den Schutz vor Viren, Keime, Bakterien hinkriegst. Dann musst du die Schadstoffinformation löschen im Sinn der Homöopathie und danach musst du das wiederbeleben, dass du diese hexagonalen Strukturen hast. Das, so funktioniert es. Alles andere ist einfach, ja, man muss, ich verstehe die Firmen, weil die müssen ihre Leute zahlen und da hängen sehr enorm viele und da werden halt Sachen behauptet, das ist echt oft... Oh. Also die Begrifflichkeiten, da werden Sachen behauptet, weil du das gerade ansprichst. Da muss man ja auch nochmal genau hingucken, was beispielsweise, ich sag mal, so ein schöner Begriff wie zellgängig bedeutet. Genau. Ja, genau. Du müsstest ja schon lang gestorben sein, weil du hast kein gefiltertes Wasser. Also wo gehen jetzt deine 2 Liter Wasser hin, wenn nicht in die Zellen? Ja, zellgängig klingt toll. Oder ein anderer Begriff, was mich immer ein bisschen nervt, ist Edelstahl. Sie haben ja Plastik. Und da wird halt, jede Osmoseanlage sind feinste Kunststofffiltern. Und dann wird am Schluss einfach der Schlauch abgeschnitten und dann tust du einen Edelstahlschlauch hin. Und dann heißt es Verwirbelung und Schauberger. Mhm. Aber Wirbel schaut anders aus, aber es klingt psychologisch super. Ja. Zellgänge, Edelstahl, kein Plastik. Und dabei reden wir im Kaltwasserbereich von 10 bis 12 Grad. Und richtig mal Kunststoff würde es angreifen bei 90, 100 Grad. Aber es klingt super. Und, und das ist halt so diese Keywords, die wir ja aus der Werbung kennen. QS24, also nicht der Gesundheitssender, sondern dieses, wie heißt das, 24, dieser Verkaufssender. Ja. Oh, das ist ja immer toll, wie die formulieren. Ich bin selber schon mal drauf. Ne? Ja, ich bin auch schon drauf reingefallen. Ja, ja Gott, habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht, wie blöd kann man sein. Aber es war wirklich super gemacht und da noch drauf und da noch. Und jedes Wort war, Worte sind Waffen. Mhm. Und wenn du das gut beherrschst und wenig Moral hast dafür, dann geht schon was. Ja, vor allen Dingen, also Worte sind Waffen, ist natürlich eine schöne Formulierung. Es geht aber jetzt dabei dann auch darum, dass du eigentlich dann auch Dinge verschleierst mit Begriffen. Ja, ja, natürlich. Und ja, du musst aber den dreifachen Kaufpreis rechtfertigen. Ja, na klar, na klar. Und da brauche ich dann eben schöne Begriffe und schöne Worte dafür. Ja, das ist wie die mit dem Hintern wackeln oder der Mann mit den Muskeln protzt und so. Mhm. Da wird es drauf gelegt, der Fokus. Und dann sag mal im Rausch, wie gesagt, ich bin nicht gefeit, ich habe auch schon so viele Sachen gekauft, wo ich mir gedacht habe, wie hat man das machen können? Mhm. Aber es war gut formuliert, es war gut gemacht, weil da muss Sportsmann sein und so. Mhm. Wem ist das nicht schon passiert? Ja klar, das ist ja... Aber beim Wasser ist halt dramatisch, weil es halt einfach genau das Gegenteil sein kann. Ich habe Wasserfilteranlagen für 3.600 € gesehen, die haben mehr Schaden wie Nutzen, definitiv. Mhm. Aber die Botschaft klingt einleuchtend. Die Botschaft klingt einleuchtend und der Verbraucher ist dann natürlich geneigt, auf diese Botschaft, die gut klingt, dann auch reinzufallen. Absolut. Und dann eben einen Haufen Geld auszugeben für etwas, was nicht nur den Wert nicht hat, sondern Schaden anrichtet. Richtig, da gibt es oft das Thema Verkeimung und dann haben wir diese Farce mit den Mineralien und mit zellgängig und mit vielen Dingen. Ja. Also, und in Summe klingt das sehr überzeugend, dann wenig Arbeit, all inclusive, oder du musst nur alle Jahre einmal spülen und solche Dinge. Also, das ist schon ein, das ist schon ein Kaliber. Das ist richtig. Hilft dir da Internetrecherchen? Unbedingt. Weiter? Unbedingt. Ja, ich frage das deswegen, weil im Internet ja dann auch eine Menge manipuliert wird und Dinge erzählt werden, die letztendlich sich dann als nicht unbedingt richtig herausstellen. Aber du würdest trotzdem sagen... Unbedingt, weil jetzt mache ich 10 Sekunden Werbeblock. Hm? Du, wenn du bei Mr. Water auf Anfrage scheißt, sagst, pass auf, da gibt es die Filteranlage XY, die ist doch viel besser als eure, was sagst du dazu? Ich wäre wirklich oft gefragt. Oder neulich, ich will unbedingt nach Australien haben oder nach Bolivien, Peru, Amerika. Sag, Kinder, na, pass auf, mach das so, helfe ich da. Oder meine Einschätzung ist, weil ich so lange eben dabei bin und Internetrecherche ist zwingend nötig und dann siehst du erstmal, wie unvorstellbar groß die Vielfalt ist. Aber wieder wie beim Auto oder egal wo, wenn du dann beginnst, substanzielle Fragen zu stellen, zu hinterfragen, dann kommst du weiter. Also
die Kritik, wenn du kritisch bist, wirst du reich belohnt. Mhm. Das muss ich sagen. Aber wenn du dem Erstbesten dahergelaufenen glaubst, ja, der gut geschult ist, ich meine, ich habe 1985 auch Versicherungen verkauft, ein halbes Jahr, perfekt, wir haben den Text auswendig gelernt, da war dieses Sägezahnprinzip, da gibt es eine Versicherung, habe ich auch gedacht, ich tue den Menschen was Gutes, mit so einer Lebensversicherung war es am Ende nur, aber ich war wirklich überzeugt. Und diese Leute, auch in diesem Multilevel, sind gute Leute, sie sind, haben halt ein Thema, sind gutgläubig. Und dadurch, dass ich schon dermaßen oft reingerasselt bin und mir meine Herdplatten selber berührt habe, bin ich halt ein bisschen, das ist halt die Erfahrung. Also das ist das Schöne, wenn man älter ist, so viel Erfahrung halt gesammelt. Mhm. Ich verurteile keinen, ich habe Verständnis für diese Leute. Ich war genauso, ich habe auch den Erstbesten, war völlig begeistert, habe alle Warnungen von Normaldenkenden in den Wind geschossen, weil es ist wie verliebt sein. Da hast du eine Vision, du hast eine Idee, du siehst dem anderen Dinge, ja, und dann machst du das einfach. So ist und du hinterfragst nicht genug. Du hinterfragst nicht genug. Ja. Wenn die Warnungen kommen, sagst du, das kriegen wir schon hin und so schlimm ist es nicht. Oder du willst das dann irgendwann nicht mehr hören. Und dann ist es oft lustig, diese Leute, die damals so bei mir dabei waren, die sitzen jetzt immer noch da, so eine kleine Gruppe, weil die natürlich auf diese Folgeprovisionen und so leben die davon. Mhm. Und das ist immer wieder witzig, wenn ich die nach 15, 20 Jahren immer noch triff. Ja. Und ja, die machen halt das, was ich mir ausgemalt habe mit diesen Folgeprovisionen durch die Filterwechsel und so. Und darum, wenn man bei uns fragt, sage ich mal Filterwechsel, es gibt ja viele Leute, wir haben auch schon Affiliates, also Leute, wenn du mir was bringst, drei, vier Leute, kriegst du was von mir. Aber du kriegst niemals was in Folge für diese Filter, weil lieber mache ich es günstig, weil dann kostet es 80 und so, kann ich es für 50 Euro machen. Mhm. Und da kann ich immer noch davon leben, aber wenn ich deine Personalie, die Abrechnung, die Buchhaltung und alles berücksichtige, ist absurd. Ja, ja. Und wir geben durchaus kleine Aufmerksamkeiten, das muss so sein, aber leben kannst du nie davon. Ich rate auch jedem ab, das geht nicht. Nächstes Jahr mache ich Ausbildung, dass die Leute das, was ich da in 25 Jahren erfahren habe, das können die dann lernen, so einen richtigen schönen Kurs. Mhm. Welche Rolle spielt bei dem Thema, das hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit einem reiferen Alter zusammen, das Bauchgefühl? Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Ja. Jeder hat's. Der eine um 4 Uhr in der Früh, der andere beim Waldlauf, der dritte bei halbe Bier. Mhm. Beim Glas Wasser wenig, weiß ich nicht. Nein. Aber jeder hat dieses Bauchgefühl. Ja. Frauen sind da immer viel besser. Ja, richtig. Und weil Frauen einen besseren Instinkt haben. Instinkt haben, ja. Und das Bauchgefühl ist eigentlich das Einzige. Heutzutage, es sind ja oft die Ehepaare, dann sagt die eine, ich habe es mir gleich gedacht, ich habe es dir gleich gesagt. Mhm. Aber das ist, ich glaube, heute ist das Einzige, worauf du noch bauen kannst, weil die Mechanismen sind so ausgefeilt. Das Wording ist oft so gut. Und die Show ist fantastisch. Ja, das stimmt. Die Internetseiten sind überragend und dann wirst du halt leicht geblendet. Mhm. Und das Bauchgefühl, glaube ich, ist das Einzige, was am Ende die Wahrheit sagt, weil oft erfährt man es ja nach 2 oder 5 oder 10 Jahren erst oder im Alltag. Ja, so. Erlebst du es dann? Ja, wie bei der hübschen Madonna, wo du sagst, es ist ja super, aber wie schaut es ohne Schminke aus? Ja, ist richtig, Also insofern gibt es dann am Ende des Tages mit dem Bauchgefühl wiederum eine Möglichkeit, etwas genauer und etwas sicherer auch hinzusehen. Und das ist natürlich dann etwas, was du dir mit der Zeit auch erst erarbeiten und dann auch irgendwie erleben musst. Also du hast nicht mit 14 Bauchgefühl. Nee, klar. Aber Wasser ist ja erst ab 40 normal interessant. Ja. Also da kommen die Leute drauf. Also wir haben da eine Erhebung gemacht, so ab 40 Jahren, da beginnen die Zipperlein, da beginnt man sich, erst ruiniert man sich die Gesundheit mit der Karriere und dann schaut man halt, gibt man das Geld wieder aus, damit man wieder gesund wird. Aber so ab 40 beginnt das Thema und das Bauchgefühl sind oft ältere Leute, also Oma, Opa oder so, ja, die sind oft sehr skeptisch und eingefahren, aber grundsätzlich erkundigen und dann in der Stille
irgendwann sagst, Mensch, das stimmt ja nicht, und die richtigen Fragen stellen. Das ja. ist, alles andere ist echt schwierig, weil es ist gut gemachte Seiten. Ich denke mir oft, ich sage im Büro oft, schaut euch mal die Seiten an, die sind einfach schön, wie Märchen. Aber die harten Fakten sind halt, du hast eine Wasserfilteranlage im Haus stehen, wer baut es ein, was kostet es und wie ist es zu handeln, weil es gibt ja oft Dinge, wo man dann, ja, ich kenne ja Sachen, weißt du, kannst du auch programmieren, dass nach 3 Jahren, sind sehr teuer, und nach 3 Jahren kannst du es programmieren, dass auch einige technische Probleme kommen und dann sagst du, oh Gott, jetzt habe ich schon so viel ausgezahlt und dann kostet eine Reparatur 600 Euro und das noch und das noch. Also man muss ja so grundsätzlich wissen, bei Osmoseanlagen, du solltest nach 5-6 Jahren einen kompletten Check machen, wie beim Auto auch. Die Schläuche testen, das Abwasser und irgendwo die Kirche im Dorf lassen, weil du kannst das auch übertreiben. Also, aber leider ist die Umkehrosmose als optimale Filterung, als Grundlage, das, was 95% der Leute brauchen. Witzig war, neulich kommt jemand mit 11 Leuten, eine Gruppe, schicken mir 11 Wasserproben. Dann habe ich geschaut, wo kommt der her? Titisee. Dann habe ich mir gedacht, oh, da glaube ich, brauchen sie keinen Wasserfilter. Hat wieder gestimmt. Im Schwarzwald, es gibt wirklich Regionen. Ja. Also auch das ist ganz wichtig, dass du vorher weißt, was habe ich denn für Wasserqualität. Weil wenn du in anderen Regionen bist, sage ich mal oft Niedersachsen, oder das ist unglaublich, wie die Wasservariationen, wie ich habe da, ich sage oft Jogi Löwland, also wo der Jogi Löw seinen Wohnsitz hat, da hast du wirklich, im Schwarzwald hast du das Black Forest und das Hornberger Lebensquellwasser, da brauchst du eigentlich keinen Wasserfilter. Das muss man ganz grob sagen. Aber in anderen Gebieten, da fällt es natürlich himmelweit, das nenne ich einfach Berlin zum Beispiel, oder in Industriestandort, das ganze Ruhrgebiet, das ist schon heftig. Wie soll es denn gehen? Da machen sie Oberflächenwasser. Also das lohnt sich schon zu schauen, wo wohnt er und erst testen lassen. Braucht genau, das? Genau. Und dann natürlich auch, wie viele Leute sind es? Wie viele Personen? Ist das Single-Haushalt oder ist das Vier-Personen-Haushalt? Ich finde das spannend, auch die Ehrlichkeit zu sagen, ich verkaufe zwar und lebe von dem Verkauf von Wasserfiltern, aber es gibt Ecken und Regionen, auch hierzulande, da braucht es das gar nicht. Super, Und das ist doch dann allerbestens. Ja, da kannst du nur was machen für Haus und Hof, wo wir im Eingang haben wir wirklich auch ein Patent, da schraubst du rein und dann hast du das verwirbelt, das ist halt für die Pflanzen nochmal besser. Aber diese 11 Leute, die konnten es gar nicht glauben. Ich sage, nee, Leute, ihr könnt doch nichts. Das ist Käse. Ja. Niemals, never, ever tue ich das, weil hernach, also ich bin halt jemand, der immer glaubt, alles, was ich vorsätzlich an Schwindel mache, wird doppelt zurückkommen. Die einzige Frage ist, wann und in welcher Form. Richtig. Und es sind auch viele Marktteilnehmer, die ich da so verfolgt habe im Laufe der Zeit. Einer ist echt lustig. Zudem habe ich gesagt, entweder du gehst jetzt ins Ausland oder du verkaufst deine Firma. Ich hatte durchaus Sympathien für den, weil er ein super Kaufmann war. Er hat dann die Firma verkauft. Und beim anderen siehst du das halt einfach an. Und wenn du dann recherchierst und so, ich kenne es halt einfach. Das ist mein Hobby, meine Leidenschaft, mein Lebenswerk, meine Passion. Und ich bin beleidigt, wenn ich was nicht kenne. Aber wenn ich jetzt was nicht kenne, dann sehe ich mir die Maschine an und sage, aha, der war vorher bei der Firma XY, weil das ist jetzt einer, der ist draufgekommen, macht selber und macht ein bisschen eine Variante drauf, aber das sind dann die dazugelernt haben. Ja, und die gesagt haben, das war ja bei mir genauso. Ich bin dann gegangen, habe mein eigenes Unternehmen aufgemacht und habe mich natürlich an dem orientiert, das ist nicht verwerflich. Und das ist, wenn ich eine Firma noch nicht kenne, aber dann schaue ich natürlich noch, die sind ganz jung in der Gründung, voller Euphorie, ist ja okay so. Aber wenn halt jetzt einer in Berlin hockt und der andere hockt irgendwo ganz tief in Bad Reichenhall und erzählt, er hat bundesweiten Einbauservice und dann so, dann ist der Wunsch eben der Vater des Gedankens. Richtig. Und das muss man mit den Leuten offen reden. Ist halt das Wissen. Die Erfahrung, die Herdplatte. Ja, richtig. Blöd ist man nur, wenn man einen Fehler zweimal macht. Es gibt genügend Fehler, die man auch machen kann, weitere. Aber beim Wasser, glaube ich, kenne ich halt die Marke, aber es macht mir Spaß, vor allem learn from the best. Es ist ja nicht so, das sind richtig gute Leute. Also ich erinnere mich, es gibt Wasserfilteranlagen im Umlauf, die sind sensationell einfach zu bedienen, überragend.
Und die haben ein tolles Design, wo ich sage, Leute, also bitte bei uns, aber, ja wirklich, aber verstehe. Der berühmte Plan B fehlt. Ja, ja. Was ist, wenn mir, und das ist mir schon passiert, ich habe ein paar Kumpels, da habe ich Filter und dann erfahre ich halt, diese Filter gibt es nicht mehr, Produktion eingestellt. Ja, dann muss es wegschmeißen, das geht nicht, da kannst du auswandern. Ja, ja. Aber sagen wir mal, wir haben den Plan B. Und dass du immer, wenn diese Filter mal nicht mehr lieferbar, dann liefert es anders. Ich kann es also umbauen. Das habe ich heute halt auch erlebt. Und darum ist wiederum unsere berühmte Westernstadt-Fassade, was ist dahinter, wie substanziell ist, kann ich, wenn wirklich mir was springt, oft Spritzgussteile, bist verloren. Und was ist im Supergau? Richtig, richtig. Bei dir mit dem Auto ist auch, was ist mit dem Unfall? Hast du jetzt ein Airbag und bei den Filteranlagen hast du, dass du diesen Hersteller nicht mehr brauchst, sondern machst einfach andere Filter rein. Das ist ganz zentral. Ja. Wie immer ein spannendes Thema. Ich sage ein herzliches Dankeschön für die Information, die du uns und damit dann auch den Zuschauern mitgebracht hast. Und wünsche dir für die Zukunft und für dein Wirken und für deine Arbeit alles, alles Gute. Ja, darum prüfe, wer sich beim Wasser bindet, ob sich nicht was Gescheiteres findet. So. Alles klar. Liebe Zuschauer, ein interessantes Thema und mit wichtigen Informationen, die Erich hier zur Verfügung gestellt hat. Und wie immer sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei MVTV.